Sein Plan: Die Frau soll für den Rest ihres Lebens an dem Verlust leiden. Nun muss der Mann für seine Taten lebenslang hinter Gitter. Für den Mord an seinem 6-jährigen Sohn am Tag seiner Einschulung und an 2 weiteren Menschen im schwäbischen Villingendorf ist der 41 Jahre alte Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Rottweil stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest, womit der Kroate nicht nach 15 Jahren vorzeitig auf freien Fuß kommen kann. Aus Rache an seiner Ex-Partnerin tötet ein 41-Jähriger den gemeinsamen Sohn und 2 weitere Menschen. Der Mann hatte im Prozess zugegeben, Mitte September 2017 in Villingendorf bei Rottweil seinen Sohn, den neuen Verlobten seiner Ex-Partnerin sowie dessen Cousine erschossen zu haben. Der Junge war erst am Morgen des Tattages eingeschult worden. Die Mutter seines Sohnes habe er bewusst laufen gelassen, so die Staatsanwaltschaft. Sie sollte den Rest ihres Lebens am Verlust leiden. Die Staatsanwaltschaft hatte die Höchststrafe gefordert. Stellt das Gericht eine besondere Schwere der Schuld fest, kommt der Täter nur in Ausnahmefällen vorzeitig frei, etwa wegen hohen Alters oder schwerer Krankheit. Besondere Schwere der Schuld bedeutet zum Beispiel, dass das Motiv besonders verwerflich war, die Tat besonders grausam oder mit mehreren Opfern. Der 41-Jährige hatte Ende Mai ein Geständnis abgelegt und gesagt, er sei bei der Tat nicht er selbst gewesen, sondern habe wie ein Roboter gehandelt. Am Tag der Tat habe er seine Ex-Partnerin zur Rede stellen wollen. Mit Blick auf die mit bis zu 6 Schuss geladene Waffe, die er mit auf die Terrasse in Villingendorf brachte, sei diese Aussage nicht sehr glaubwürdig, hatte der leitende Oberstaatsanwalt Joachim Dittrich in den Plädoyers gesagt. Er kam nicht, um zu reden. Er kam, um zu töten. Der Angeklagte habe mit der Tat mit einem Schlag 3 Familien zerstört. Vertreter der 9 Nebenkläger hatten im Prozess deutliche Kritik an Behörden und Polizei geübt. Diese hätten die Angst und die Warnungen der Ex-Partnerin des 41-Jährigen nach diversen Mord- oder Gewaltandrohungen ignoriert. Quelle: NTV.de